Manchmal fehlen zu einer Sensation nur wenige Minuten, aber sensationell dürfte wohl die Tatsache sein, dass die Beach Boys in Duisburg einen Punkt entführen konnten. Nicht immer gewinnt das bessere Team, so ERC Timmendorf-Coach Angus Barth gewinnt, der nach der 3:2-Niederlage in Overtime nicht ganz glücklich war. Die Füchse taten sich schwerer als erwartet gegen gutstehende Timmendorfer und so ist es der ERC Timmendorf, der die erste Chance am Abend bekommt. Puckverlust für Duisburg im Timmendorfer Angriffsdrittel. Moritz Müller schnappt sich die Scheibe und läuft allein auf Etienne Rinkewitz los. Aber Rinkewitz hat die Scheibe sicher. Weiter ging es bei 0:0. Einige Momente später gab es eine gute Möglichkeit, die Füchse in Führung zu bringen. Der völlig freistehende Dennis Fischbuch, der von Benjamin Hanke bedient wurde, zog einfach mal ab. Matthias Rink sicher. Christoph Zielkowski mit der nächsten Möglichkeit spielt Dennis Andersen gekonnt aus. Querpass vor dem Kasten von Matthias Rick, aber zu ungenau, knapp vorbei, ist eben auch daneben. Die Füchse jetzt mit einem Lauf. Nächster Versuch, der Kapitän Michael Hirster prüft Matthias Rick, der fängt die Scheibe mit der Fanghand. Rick am Abend, ein souveräner Rückhalt für die Beach Boys und hielt sein Team lange im Spiel. Nächster Angriff für die Beach Boys, Ralf Rinke mit dem Querpass in der Neutralen auf Moritz Meyer in einer schönen Kombination zurück auf Ralf Rinke, der platziert den Puck für seinen Bruder schussgerecht und Eddie Rinke schlänzt die Scheibe vorbei an einen Etienne Renkewitz. Da ist die Führung 1:0 für Timmendorf, völlig überraschend. Aber völlig unbeeindruckt vom Rückstand ging es weiter für Duisburg. Mit der Möglichkeit zum Ausgleich, Clark Breitkreuz von der linken Seite auf Daniel Höhlen, schön 2:1 zurück Breitkreuz, aber Rieck steht genau richtig. So bringen die Beach Boys die knappe Führung in die erste Drittelpause. Knapp 5 Minuten im Mitteldrittel vorbei, Timmendorf wieder am Drücker, Renkewitz lässt den Schuss von Eris Dumpes nur abprallen, der im Nachsetzen die 2:0 Führung für Timmendorf erzielen konnte. So langsam musste etwas passieren bei den Füchsen. Es kam wohl langsam etwas Frust bei den Füchsen auf. Anders ist die Reaktion von Clark Breitkreuz nicht zu erklären. So lieferte er sich einen recht unspektakulären Boxkampf à la Klitschko mit Eddie Rinke. Beide Kontrahenten hier mit einer 2:2+10 Strafminuten. Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigten und Breitkreuz und Rinke ihre Plätze eingenommen haben, ging es dann weiter. Als Markus Schmidt in der 15. Minute 2 Minuten auf die Bank musste, bekam Duisburg in Unterzahl die Scheibe. Timmendorf ohne Chance, Alexander Preibisch noch aufzuhalten, so rennt er auf Matthias Rieck zu, der ist ohne Chance und die Füchse mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Viel passierte dann nicht mehr im zweiten Drittel, so ging es weiter mit einer knappen Führung für die Gäste in die zweite Pause. Im letzten Drittel war Duisburg am Drücker, Markus Schmidt versucht es alleine, aber nicht mit letzter Entschlossenheit. Im Gegenzug Timmendorf, Patrick Sagau wartet hier auf eine Anspielmöglichkeit, gibt den Pass rüber, aber Jesper Delfs kommt zu Fall. Timmendorf wirkt in dieser Phase nicht mehr ganz so spritzig, stehen mit 5 Mann in der eigenen Zone und lassen einen Angriff zu, aber der Ausgleich gelingt den Füchsen auch hier nicht. Wieder Konter Duisburg, die jetzt deutlich aktiver werden und immer wieder in Richtung des Timmendorfer Tors laufen, aber zu oft ohne Torerfolg. Diese offensive Spielweise öffnet Timmendorf Tür und Tor zum Konter, aber Renkewitz rettet und im Gegenzug jetzt die Füchse. Norman Hauner von rechts und versucht es alleine. Tor für Duisburg. Der langersehnte Ausgleich, was ist das bitter für Timmendorf? Nur Sekunden später hatte Breitkreuz den Siegtreffer auf der Kelle, aber Rieck rettet Timmendorf hier in die Overtime. Ein Foul der Kategorie völlig unnötig von Dennis Andersen brachte eine 2-Minuten-Strafe wegen Behinderung gegen Timmendorf. So konnte Norman Hauner auch den Zusatzpunkt für Duisburg sichern. Timmendorf in einer sehr guten und geschlossenen Teamleistung verabschiedet sich nach einer für viele Kritiker ungeahnt guten Leistung würdevoll und lässt auch für die kommende Saison hoffen. Für die Füchse heißt es am kommenden Freitag Viertelfinale gegen den EV Regensburg. Die Elche Dortmund treffen im Viertelfinale auf den Gegner selbst. Bad Nauheim, die gestern mit 7:0 gegen die Elche verloren, treffen am Freitag auf Bad Tölz. Und in Kassel, da ist Saisonende. Gegen Halle war das Team von Jamie Bartman völlig chancenlos und verloren mit 5:2.